Was ihr braucht, sind Nadeln, ganz normale Stecknadeln, eine gute Schere. Nadeln möchte ich nochmal dazu sagen, schaut mal, holt euch diese selbst einfädelnden Nadeln. Das ist so viel einfacher, ihr braucht nicht mehr einfädeln. Die kosten 1 Euro, sind 10 Stück drin, reichen ewig. So, ein Garn zum Heften, irgendeins. Wenn ihr eine dunkle Unterlage habt, nehmt ein helles Garn, habt das umgedreht, nehmt ein dunkles Garn. So, und ein Feuerzeug zum Abbrennen der Applikation, damit die nicht ausfransen. So, und eventuell, wenn ihr möchtet, noch einen Kugelschreiber und einen Zettel, damit ihr euch noch ein paar wichtige Sachen aufschreiben könnt. Das ist schon alles. So, wie ihr in den Videos gesehen habt, könnt ihr verschiedene Stücke der Jeansjacke besetzen. Wir nehmen jetzt einfach mal das Mittelstück, weil es so schön groß ist und weil ihr es am besten seht. Aber der Arbeitsgang, ob jetzt in der Mitte, an der Seite, oben, in den Ärmeln, es ist immer dasselbe. Okay, was ihr noch braucht ist, habe ich euch in den Videos erklärt, entweder ein Stück Stoff, ein T-Shirt, wo ihr das Motiv rausnehmt, oder Tücher. So, ich habe jetzt mal ausgesucht einen Stoff hier, weil ich das für meine Tochter mache. Guckt immer, dass das Motiv irgendwie schön in der Mitte ist. Mal gucken, hier haben wir die Mickey Maus. Ja, das geht schon mal so. Die ist schön in der Mitte. Ihr seht, da fühlt ihr das Quadrat hier an der Seite. So, und was ihr macht, ist jetzt, dass an den Nähten entlang, die ihr fühlt, einfach abstecken. So, das heißt, ihr nehmt euch eure Nadeln und steckt es grob ab. Ihr schneidet es denn danach, also muss jetzt nicht so genau sein. Fühlt einfach die Nähte darunter, sodass ihr dann an den Nadeln lang schneiden könnt. Ist ein bisschen fester bei den Jeans. Aber nicht so schlimm. So, wo haben wir hier das Ende? Das ist hier. Wichtig ist, dass es wirklich glatt ist. Weil wenn ihr das angenäht habt und das wäre lauter Beulen, dann ärgert er euch. Könnt ihr mit der Hand runtergehen unter den Stoff. Ihr könnt das besser halten, wo es geht. Guckt wirklich ganz genau, wo die Nähte sind. Wenn ihr das zu kurz schneidet, habt ihr keinen Saum mehr. Mal die Glätte überprüfen. Ihr könnt dann auch noch ein bisschen nacharbeiten, dass das wirklich passt. Und okay. So, jetzt habt ihr das Stück, was ihr einsetzen wollt. Die haben wir zu viel gemacht. Okay. Jetzt schneidet ihr das, was über. Ihr braucht wirklich nur einen ganz engen Saum. Bei dem Wollstoff jetzt brauche ich nichts großartig abbrennen, weil das nicht so ausfranst. Bei Tüchern müsst ihr abbrennen. So, okay, wir gehen jetzt einfach hier lang und schneiden hinter den Nadeln den Stoff ab. Zentimeter reicht, nicht zu viel, dann wird es zu dick.
decided is going to be the day. Today is the day I'll chase all my fears away. I'm gonna walk up to her and get down on one knee and say my sweetest darling. Wenn ihr jetzt Seidentücher genommen habt, dann nehmt ihr euch jetzt euer Feuerzeug, bevor ihr das umschlagt, und nehmt den Rand so nach oben, dass der frei liegt. Und brennt vorsichtig ab, wirklich vorsichtig. Ihr geht einfach einmal am Rand lang. Einmal ringsrum. Ich brauche es jetzt hier nicht so machen, weil das ist ein Material, was wirklich ganz, ganz wenig frisst. So, wenn ihr das vergesst und ihr wascht die Jacke mal, nachdem ihr das mit der Hand angenäht hat, dann franzt es natürlich innen weiter und das wollt ihr ja nicht. So, jetzt haben wir die grobe Sache und legen den Stoff jetzt sauber um, so wie wir ihn anheften. Nehmt die Nähte als Außenmaß, damit ihr nachher den Kreuzstich habt. Also lasst ruhig die Jeansnähte stehen. Arbeitet hier sauber. Weil so wird es dann noch angenäht. Schaut immer, dass ihr keine Dellen im Stoff habt. Das lässt sich nachher ordentlich die Spülung mehr korrigieren. Die Ecken sind ganz wichtig. Schaut mal, ihr müsst wirklich in die Ecke rein. Wenn ihr unten durchstecht, das macht dann nachher zum Schluss, dass er dann nochmal mit der Hand runtergeht und das nochmal gerade macht. Darauf braucht ihr euch jetzt nicht zu konzentrieren. So, und immer von der Ecke zur Mitte. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwo durchgestochen haben. Ja.
die Nadeln könnt ihr immer noch korrigieren. Nachher, wenn der Faden erstmal drin ist, der Heftfaden, dann bleibt so wie es ist. So, ihr habt gesehen, erst die Seiten, dann oben und dann unten. Das Stück ist angesetzt. Hier haben wir ja keine gerade Jeans, sondern eine gebogene. Macht aber nichts. So, jetzt kommt das Heften. Das heißt, ihr nehmt euch einen Faden. Egal, was für einen zieht. Das ist nur euer Hülsfaden. Den zieht ihr nachher wieder raus. Heften tun wir, weil wenn wir nachher nähen, damit wir nicht immer an diesen ganzen Nadeln hängen bleiben. Ihr werdet wahnsinnig. So, jetzt zeige ich euch auch mal diese selbst einfädelnden Nadeln. Die sind richtig toll. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht gucken, wo ist das Loch, so wie bei der anderen. Schaut mal, normalerweise läuft es so. Hier braucht das nicht. Guck mal, ihr geht einfach hier oben rein. Seht ihr das? Klack. Und der Faden ist eingefädelt. Ich finde die Dinger grandios. So, ihr braucht hier auch nicht genau gucken, wie lang. Schätzt es ungefähr ab. Ihr könnt immer wieder nachlegen. So, und jetzt geht ihr einfach grob. Wirklich grob. Euren späteren, eure spätere Linie einfach lang. Zieht die Nadeln raus, braucht ihr nicht mehr. Flutscht natürlich auf und zu mal raus wieder auseinander, wenn ihr zu doll seid, weil der Jeans schon so dick ist, aber das ist egal. Ihr kriegt es ja immer wieder schnell eingefädelt. So. Doch, ich mache es jetzt wirklich ganz schnell. Man kann es natürlich noch ein bisschen enger machen, damit es fester liegt. Aber es ist zum Heften. Macht euch die Arbeit nachher einfacher. Ihr könnt auch probieren, ob ihr mit den Nadeln klarkommt. Dann spart ihr euch den Vorgang. Aber da ihr das Teil jetzt beim Nähen auch nur 20 Mal dreht, unter normalen Umständen, macht sich der Heftpfann viel, viel besser. So, wenn der zu Ende ist, ist auch kein Problem. Den zieht ihr eh nachher raus, wie ich euch gesagt habe. Das ist ja nur euer Hilfsfaden. Und da steht das nächste Stück. So. Ich fange jetzt einfach mal hier unten an. Wo ihr anfangt, wie ihr das macht, ist egal. Guckt einfach, ob der Stoff gerade ist. Das ist das Wichtigste. Ihr bleibt hier schon wieder an den Knöpfen hängen und so würdet ihr nachher an den Nadeln hängen bleiben.
machen Sie jetzt mal. So. Okay, schaut mal, ihr habt es jetzt erstmal schön gerade vorgeheftet. So, was ihr jetzt macht, ist unser berühmter Kreuzstich. Und schaut mal, ich nehme jetzt hier mal, weil hier ist Gelb drin, ich habe mir jetzt mal Gelb versucht. Ihr könnt Blau nehmen, ihr könnt Rot nehmen, ihr könnt was auch immer. Schaut mal, das müsst ihr euch dann überlegen, wie ihr das am besten macht. Wir könnten jetzt auch hier, ganz witzig, das mit Rot annehmen und dann Gelb den Kreuzstich hier machen. Das machen wir jetzt, das ist mir gerade eingefallen. So, okay. Wolle, Garne. Also ihr könnt das nehmen, ihr könnt dicke Stickgarne nehmen, ihr könnt sowas nehmen. Egal was, hebt eure Reste auf, schmeißt sie nicht mehr weg, könnt ihr irgendwann mal gebrauchen. So, wir wollten ja Rot nehmen. So, okay. Jetzt gehen wir mal von der Selbstfehlernadel weg. Ganz einfach deswegen, weil es schneller geht. Hey, ich nehme die Selbstfehlernadel. Ich bin schon ein bisschen älter, kann ich mal so gut gucken. So. Also ihr kommt hier auch mit den dicken Wollsachen rein. Schaut mal. Auch kein Problem. So, jetzt kalkuliert, weil ihr dürft nicht so viel Abstand haben. Ihr müsst wenigstens einmal hoch und einmal runter kommen. Also nehmt ihr die doppelte Länge von dem jetzt an Faden. Dann habt ihr 4 Nähte zum Schluss. Okay. Wie macht man den Anfang? Nicht hier einen Knoten oder so. Alle Blödsinn. Ihr fangt an und geht in die dicke Naht rein. Geht einmal hoch. Zweimal runter, also auf die Hälfte. Und dann runter in die Ecke. Jetzt kann der Faden nicht mehr rausrutschen. Und ihr braucht keine Knoten. Schaut mal, der Faden ist fest. So, und dann fangt ihr an. Die Naht ist eure Stichlinie, die äußerste. Das heißt, ihr geht rein. Umso breiter ihr das macht, umso breiter wird natürlich der Kreuzstich. Ich mache das immer im Abstand von 1 cm. Also 1 cm geht er wieder in die Naht drin, wieder nach oben. Wenn es klemmt, ein bisschen geduldig sein, nicht kaputt machen. Ich habe euch ja versprochen, alles ohne Maschine, alles mit der Hand. Und wenn ihr da 2-3 Stücken gemacht habt, werdet ihr sehen, dass ihr das zum Schlaf könnt. Wenn ihr den Faden schön langsam durchzieht, dann verknittert der auch nicht.
findet am Anfang nicht gleich so gleichmäßig wird, ist es auch nicht so schlimm. Übung macht den Meister. Irgendwann kriegt das ganz automatisch hin. Also ihr braucht euch da keine Punkte vorzeichnen oder irgendwelche Schablonen drauflegen. Das kommt einfach mit der Zeit. Ganz wichtig, immer schön in die Ecken. Okay, und wenn ihr jetzt am Ende der Naht angekommen seid, dann geht ihr einfach wieder zurück. Das heißt, da wo die Stichstelle ist, seht ihr das? Guck mal hier, ich bin hier reingegangen und hier reingegangen. Und so geht ihr zurück zu, wieder rein, genau an diesen Punkten. Und jetzt entsteht dieses berühmte Kreuz. Ich zeige euch das nachher nochmal an der Naht, in Gelb. Dann sieht das noch viel, viel besser. So, und jetzt habt ihr keine langweilige Nähnaht, braucht nicht ganz genau arbeiten und habt einen schönen Farb. Ich versuche das hier mal ganz flach zu machen, dass ihr das immer gut seht. Decided is going to be the day. Today is the day I'll chase all my fears away. I'm gonna walk up to her and get down on one knee and say, my sweetest darling, will you merengue me? We will always dance as easy as ABC. We'll be making sweet romance, darling, merengue me. My heart, you found the key. My life will be a river of tears if you don't merengue me. Then came the evening. I was dressed up to my nines, head on with pomada, and I nailed all my lines. So I walked up to her and I got down on one knee and said, my sweetest darling, will you merengue me? Darling, merengue me. We were always meant to dance as easy as ABC. We'll be making sweet romance. Und jetzt kommt wieder das Ende. Keine Knoten machen oder irgendwas. Genau dasselbe wie vorhin. Ihr geht in die dicke Naht rein. Einmal hoch. Runter. Ja. Kleine Stöpsel, die seht ihr noch hier gar nicht. So. Seht ihr? So, jetzt habt ihr die erste Kreuzstichnaht. Die macht ihr dann ringsrum. Und ich zeige es euch jetzt mal noch ein bisschen besser für die Nähte. So, jetzt brauche ich aber doch mal eine dicke Nadel. Mal gucken, weil das Gelb ist so dick. Jetzt nehmen wir das Gelb.
durchkomme. Auch wieder die Naht wollen wir jetzt machen, also die doppelte Länge. Okay, die fangen wir an. Wieder von unten in die dicke Naht rein. Oh, die ist jetzt aber sehr dick. Die kann ich nicht nehmen, Leute. Warte mal. Die wird nichts. Denkt dran, dass er in den dicken Ginstoff nicht mit allen Nadeln drin kommt. Okay. Die muss stechen. Okay, wieder von unten in die dicken. Also sie durfte auf der anderen Seite nicht durchkommen. Umso dicker der Faden ist, umso schwerer näht sich natürlich auch. Aber wir wollen jetzt hier Nähte haben. So. Einmal. Zweimal. Okay, die Knoten halten sich. Macht's mit diesem Anfang und diesem Ende, damit er lange Freude an den Nähten hat. So, okay, seht ihr, fest der Faden. Der geht auch nicht mehr raus, glaubt's mir. So, und jetzt habt ihr, immer zwei Nähte auf der Jeansnaht, rechts und links. Und das sind eure Punkte. Das heißt, ihr fangt an, geht in die Naht rein und geht jetzt bis rüber. Und da sieht man jetzt gar nicht mehr, aber ungefähr. Und wieder im Abstand von einem Zentimeter. Hier seht ihr dann auch viel besser, wie das Kreuz entsteht. Geht jetzt nicht mehr in den Stoff drin, nur in die Naht. Und so wie ich das jetzt hier mache, mit dem könnt ihr nachher, schaut mal, ihr habt hier überall diese Nähte. Ob das am Ärmel ist, ob das hier hin ist, ob das am Kragen ist. Nehmt einfach bei Jeansjacken ganz viel bunt. Irgendwelche Farben, egal. Alles, was ihr an Resten habt, macht ihr immer eine Naht hoch, eine Naht runter. Und schön bunterbunt, wenn es euch gefällt. Hier hätte ich jetzt schon für jemanden seriösen, hätte ich schwarz für alle Nähte genommen. Weil man jetzt einfach, wenn man daran aussieht, dass die Leute haben ja meistens schwarze.